Da. Cool. Ja. Bleib vorne, Flo. Nicht so eng. Organisiert euch da. Einer drauf auf die Spitze und der zweite Mann daneben. Mach da was von! Sehr gut, Klasse 3.
Stefan, hey. Ja. Geht da richtig hin. Doppel, Ole. Christian, mach nochmal. Mach das jetzt auch, Christoph. Kiri, faul. Ja,
auf Mittellinie. Weiter links, Christoph. Nicht zur Mitte. Musst du auch nicht gar rankommen da, 19er. Wir sind hierher gefahren mit der Einstellung, dass wir hier unbedingt etwas Zählbares mitnehmen wollen. Unser Mindestziel war ein Unentschieden. Natürlich hätten wir gerne die 3 Punkte mitgenommen. Es ist ohne Frage bitter, wenn man in der Schlussphase dann noch einen Gegentreffer kassiert. Aber es war für beide Mannschaften ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben lange Zeit sehr gut verteidigt. Wir haben wenig Torchancen zugelassen. Wir können uns in Richtung Einstellung und all das, was wir in die Waagschale geworfen haben, keinen Vorwurf machen. Ja, es ist ein Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt, aber wie schon gesagt, wir hätten gerne 3 mitgenommen und es wäre möglich gewesen. Also erstmal super Einstellung von unserer Mannschaft, dumm 1-0 in den Rückstand gegangen, die ganze Zeit komplett das Spiel gemacht, immer wieder versucht, immer wieder gegen angerannt und Gott sei Dank in der 88. Minute sind wir, glaube ich, nochmal belohnt worden mit einem super Tor von Sandro Uschkorat und das war wichtig, das war auch mehr als gerecht und mehr als verdient. Wie gesagt, Hut ab für die Leistung der Mannschaft. Nach den letzten Wochen immer wieder Rückschläge eingefangen. Heute haben sie sich endlich mal selber wieder belohnt. Ja, Schwung für die letzten Spiele. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das auswirkt. Also wir haben es gerade nochmal besprochen. Wäre wichtig, weil wir haben nur noch Endspiele und wie gesagt, auf jeden Fall war es gut, dass wir noch das Tor gemacht haben. Stimmung ist gut. Leider zu wenig, aber wir sind da ganz optimistisch.